So, liebe Leute, nach diesem irren Spiel heute gegen Atletico Madrid hoffe ich jetzt heute so ein bisschen auf Ruhe. Mehr Ruhe. Ja, 7-6 gegen Atletico, davor das 6-3 bei Almeria. Also sind Spiele dabei, wo ich mir denke, what? Aber ja, heute geht es gegen Espanyol oder zu Espanyol. Und die sind momentan Tabellen 16. Darauf werde ich mich jetzt aber heute nicht so, werde ich mich heute nicht so ein bisschen nicht so bestürzen. Ich werde nicht auf die Moral irgendwie von den Gegnern gucken, sondern ich möchte mein Spiel haben. Wir sind die einzige noch ungeschlagene Mannschaft in der Liga. Wie gesagt, wir sind momentan Tabellenführer, wollen das natürlich auch bleiben und vielleicht sogar den Titel holen. Real ist momentan ein bisschen in der Krise. Deswegen wollen wir es vielleicht auch so zum Mal da zu sein. So ähnlich wie die Bayern in Deutschland, die jetzt momentan, ja gut, wir sind jetzt wieder Tabellenführer, aber ja, wie lange noch? So, ich werde mal ein bisschen rotieren müssen. Mal wieder. Deswegen geht für mich jetzt Borja Sainz mal auf die Position außen rechts. Also das ist ja auch aus der eigenen Jugend. Beziehungsweise nicht aus der eigenen Jugend, die habe ich ja geholt von Real Sociedad. Und den sollen will ich natürlich ein bisschen weiter aufbauen, immer. So wie das halt gerne mal gemacht wird. Barinecea darf jetzt heute auch mal so ein bisschen, und wer hat dann gesagt, Vivian hat ja gesagt, er möchte gerne unbedingt spielen. Ich möchte spielen. Jo, dann darfst du heute mal von Beginn an. So, ich guck mal gerade, dass ich noch ein 6 auf die Bank sitze. Fällt mir gerade so ein bisschen ein, das habe ich ja schon länger nicht mehr gemacht. Weil Munial ist ja mehr oder weniger ein bisschen angeschlagen. Deswegen wird Vega heute mal. Ja, ich lasse mal den Wege heute mal von Beginn an spielen. Der ist ja auch aus der eigenen eigenen Jugend. Warte mal, welche Position spielt er? Zentral. Er kann auch zentral und defensiv spielen. Warum nicht? So, deswegen machen wir es heute mal. Ja, so, Ball rein. Maurice mal als zusätzlichen Stürmer rein. Und schön, Leute, er spielt jetzt immer gespielt. Also, mal ein bisschen was probieren. Mal ausprobieren. Gegen den Tabellen 16. Deswegen werden wir heute mal ein bisschen was probieren heute, ja. Wie gesagt. Mal ein bisschen durchrotieren, mal ein bisschen der Jugend die Chance geben. Williams ist heute im Mittelpunkt. Denn zuletzt konnte er 3 Tore machen. Ist er heute auch wieder so treffsicher? Gleich geht's hier los. Live bei EA Sports. Willkommen hier im RCD Stadium, liebe Zuschauer. Das Wetter ist richtig gut heute und wir begrüßen Sie zu dieser heutigen Partie. Wolfuß und Frank Buschmann bilden auch heute wieder das gewohnte Kommentatorengespann. Und heute freuen wir uns auf ein Spiel aus der La Liga Santander. Espanyol gegen Athletic Bilbao. Es kann losgehen, alle sind bereit, alle stellen sich auf ein echtes Highlight ein. Da haben wir die Anfangsformation von Espanyol Barcelona. Das sieht nach einem 4-5-1 heute aus bei Ihnen. Was sagst du, Buschi? Ja, im Grunde die klassische Verteilung heutzutage. Aus dem Fünfer-Mittelfeld wird da natürlich immer wieder nach vorne reingestoßen. Und so bist du einfach schwerer auszuhalten. Wir sehen eingeblendet die Aufstellung von Bilbao. Sie spielen heute mit einer Raute im Mittelfeld. In der taktischen Formation ist das ein 4-4-2, auch wenn sie da im Mittelfeld, das ist im modernen Fußball so, sehr variabel sind. Athletic Bilbao zeichnet sich bis heute durch eine konsequente Personalpolitik aus. Ja, im Club spielen nur Akteure aus dem spanischen und dem französischen Baskenland. Das ist absolut außergewöhnlich, aber erfolgreich.
So, auf geht's ins Match bei Espanyol Barcelona. Wie gesagt, Tabellen 16er, wir haben ein bisschen rotiert. Wir haben ein paar Jungs in Chance gegeben. Zwei aus der eigenen Jugend, die heute mal von der Beginn an ran dürfen. Mal gucken, was wir können. Unter anderem der Elber, Maurice und Williams nicht, sowieso nicht. Aber der macht schon wieder das 1-0. Vierte. So kann man mal in Führung gehen. Und dann gibt es da nichts mehr zu halten. Ein unglaublich wuchtiger Ball, ein Hammer. Drin ist er. Ja gut, vielleicht ist Maurice nicht unbedingt der perfekte Baske, aber ich glaube, der aus Frankreich habe ich den ja gut. Aber ist halt ein Scout-Spieler. Ja, jedenfalls haben wir 1-0. Frühes 1-0. Kennen wir ja. Maurice, der trifft auch noch. Da ist es, sie machen gleich das nächste Tor. Und das ist wichtig, zwei Tore Führung jetzt. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung. Da setzt er eben andersrum, jetzt machen sie es so rum. Williams auf Maurice, eben was andersrum. Und es wird 2-0. Vega. Glück gehabt, dass er nicht da durchkommt, weil der wäre schon der nächste wieder gestartet. Borja. Und Abflug. Morris, ja. Heute wollen sie wieder so genau hinschauen. Erstmal Augen auf jetzt. Ball geklärt. Das wäre sonst keine so schlechte Möglichkeit gewesen. Williams. Ja. Ah, da landet der Ball dann doch beim Gegner. Glück gehabt. Also wie gesagt, wieder eine gute Situation. Dada, nämlich so ein bisschen dran war. Aber ist halt kein Basket. Dementsprechend raus aus der Nummer. José Lu, ehemaliger Hannoveraner. Den hält er natürlich. Vielleicht der Anschlusstreffer. Ist kein echtes Problem für einen Keeper seiner. Ja, solche Dinge sollte man tun nichts lassen. So kriegst du nämlich die Gegentore. So kriegst du halt nämlich diese blöden Gegentore. So, und jetzt bin ich mal gespannt. Da ist das Tor. Es ist zum Kotzen. Es ist genau das, was ich gerade sage. Du machst da hinten irgendeinen blöden Fehler, kriegst die Ecke und quasi dann fällt da hinten rein. Sie bringen die Ecke rein und dann dieser Kopfball. Schön durchgesetzt. Und der ist am Ende nicht zu halten. Ja, aber steht da hinten auf der Linie, kratzt er den raus. Also 1-2 nur noch. Der setzt nach. Ah, jetzt geht's doch. Also es gibt doch Freistoß. Okay. Williams. Und nochmal, es ist eine Ecke. Es ist mehr oder weniger eine Ecke. So gerade eben noch geklärt. Da wäre es fast passiert. Ein Freistoß gewesen. Und ich sage ja, ich habe schon mehrere solche Dinger versenkt. Alter, da geht aber keiner mit, ne? Lazo. Platz auf außen. Und jetzt haben wir erstmal ein bisschen Luft. Ei, dann lass den doch laufen! Okay, er gibt Freischuss für. Ich war im Ballbesitz. Ball kommt aufs Tor, aber das ist keine echte Torgefahr. Warum pfeifst du da Freistoß? Jumper. Da wäre Platz für einen Kotter. Oder Kaper, wie auch immer. So, wer hat jetzt die entscheidende Idee? Und rein ins Glück. Nein, geht doch nicht. Einfach nur perfekt gemacht. Eine tolle Aktion. Da rennt her. Und Williams. Und Alvaro. Verhindert. Das war alles andere als einfach. Das war ein guter Kopfball. Ecke kommt wieder. Und wieder Alvaro. Also zum zweiten Mal jetzt. Und sie haben ihn da viel zu frei zum Kopfball kommen lassen. Nächster Ecke. Diesmal nicht. Und das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Ich zögere noch, ja, war nichts. Okay, treffe nichts ab.
Nix. Jetzt wird das frühe Stören so perfekt Williams. Williams. Maurice steht da. Nö, so, kommt nicht rein. Aber Ball bleibt gefährlich. Zugemacht, ganz souverän, tolle Szene. Da pfeift der Freistoß. Er pfeift Freistoß für mich, okay? Ich glaube, die kann man durchaus geben, ist gelbwürdig. So, Williams. Nicht Ecke. Genug der Freistoß. So wird das nix. Nee, ist leider nichts passiert. Ah, das ist ein guter Pass. Maurice. Williams. Da ist er da. Oh, noch im letzten Moment geklärt. Gori. Rossello. Lasso. Der sagt nichts. Es könnte Freistoß geben. Gibt es aber nicht. Leichter Ball für ich dachte, wenn noch jemand. Eine Minute wird jetzt noch oben drauf gepackt. Langer Ball vorne rein. Williams. Den hat er super gesehen. Sanchez. Es hm. läuft für sie. Er macht das Tor. Neue Führung damit also. Zwei Tore. 3-1. Nachspielzeit, erste Halbzeit. Schau nochmal auf die Wiederholung. Das ist ein richtig gut gespielter Konter. Und dann ist es klasse gemacht. Knipserqualität. Ja, der Williams, der sieht den, dass er da vorne mit, dass der offensive Mittelfeldspieler da vorne mit frei steht. Spielt den rein, der legt den rum. Und dann steht es hier 3-1. So, kurze Pause. Das haben sich die Mannschaften auch verdient. Die erste Spielhälfte ist zu Ende. Ja, der zeigt heute eine hervorragende Leistung. Er ist immer wieder enorm gefährlich und hat ja auch schon getroffen. So. Bilbao hat Anstoß. Williams. So. Ja, jedenfalls führen wir mal. Und damit pfeift er die zweiten 45 Minuten an. Mit 3-1. Wie gesagt, je nachdem, wenn wir unsere Spiele gewinnen oder beziehungsweise also nicht unentschieden spielen im Idealfall. Also, wenn er so hingeht, was soll ich sagen? Er gibt zumindest mal gelb und ich glaube, sein Glück war gerade dabei, dass da noch einer mit daneben ist. Weil sonst wäre das hier glatt rot geworden. Da wäre es nämlich eine Notbremse gewesen, weil Maurice war eigentlich durch. Ah, ja. Also, da kannst du aber auch Minimum mal rot, kannst du mal rot geben. Also, da hättest du rot geben müssen. Ich habe gerade gesehen, jetzt mit beiden Beinen voran, vorne rein. Der Torwart war da nicht gefordert. Ja, war aber eine Idee. Warum nicht? Gori. Ja. Vidal. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Er zieht vorbei. Es gibt bis der Absturz. Ecke? War der nicht doch? War der nicht doch dran? Die kurze Variante. Da kommt die Flanke. Ah, den muss er besser klären. Ja, weggesagt. Erstmal. Schussversuch. Der Pass. Nichts zu halten hier. Ja, das Bittere ist, dass es ein Spieler gerade die Vorlage gegeben hat, der eigentlich meiner Meinung nach nicht mehr hätte auf dem Platz sein dürfen. Die Nummer 4 hätte nicht mehr auf dem Platz sein dürfen. Meiner Meinung nach. Der hätte mit Rot runterfliegen müssen. War aber nicht. Kann die Vorlage geben. Oh, Bocher! Tor! Kein Abseits, 2-4. Aber so kann man mal eine Antwort geben. So kann man mal dann eine Antwort geben. Eigentlich hier abgeblockt. Und dann doppelt Flugkopfball. Und dann steht 2-4.
4:2 steht es damit. Hier ist einiges los. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Bocher. Außen ist Platz. Wie gesagt, der ist eigentlich gut im Entwickeln und ich finde ihn gar nicht so schlecht eigentlich. Der macht seine Tore. Und Apobo macht seine Tore. Er macht wirklich seine Tore. 2:5. Führung jetzt also 3 Tore. Ganz alleine macht er das. Schnappt sich den Ball und gibt ihn erst wieder her, als aus Sicht der Abwehr zu spät ist. Herrliches Tor. Wie gesagt, der war nicht so teuer. Ist ein Entwicklungsspieler, so wie es Bilbao gerne macht. Und macht heute sein Tor. Rossellu. Er lässt sich da nicht aufhalten. Ja. Rossellu. Jetzt Abschluss. Athletic Bilbao hat in diesem Spiel bislang wirklich eine überzeugende Ballbesitzquote vorzuweisen. 56%, ja. Und immer wieder diese spielerische Überlegenheit in Torchancen umzumünzen. Und daher ist die Führung bisher berechtigt. Maurice, und dann der lange Ball auf Williams. Da ist die Chance. Oh, das wäre das Tor von Sanchez eigentlich gewesen. So ein 2:6 hier gewesen. Oh, das wäre das dritte Mal in Folge mit 6 Toren. 5 haben sie jetzt das dritte Mal in Folge gemacht. Machen den Chia! Und Kappa. Gut gelöst. Oh, Mois! Und der nächste Alvaro, also der verhindert jetzt, wie gesagt, gerade hinter reinweise die das nur Tornummer gegen Tornummer 6. Abwehrversuch scheitert, Szene geht weiter. Das hat der Verteidiger klasse gemacht, so kommt der Schuss nicht durch. Schön zugemacht. Kurzer Blick aufs nächste La Liga Santander Spiel für Espanyol Barcelona. Boah, Cabrera, der verhindert. Also das wird heute ein sehr interessantes Spiel, da bin ich mir sicher. Da ist die Cabrera, der gerade Lazo. Leichter Ball. Ja, wahrscheinlich um letzten Moment geklärt. 6 Minuten sind noch zu gehen. Cabrera wieder gut gelöst da. Guter Steilpass, sie spielen den Ball hoch. Sah durchaus nicht ungefährlich aus, gut geklärt. Sergida der. Tolle Parade und so geht's. Also sie verhindern jetzt wirklich das mit ihrer Leistung das Sechste. Und hier sehen wir jetzt den Wechsel. Ecke kommt in 16. Defensiv machen sie es gut. Damit hat er keine großen Probleme. So. Mal sehen, was sie daraus machen. Ja, aber jetzt nichts passiert, Alter. Mein dreimal in Folge 5 Tore. Ich hatte so ein bisschen auf das 6. gehofft, aber ich habe es immer zum 6. in Folge 6 gemacht. Aber es ist halt. Der knappe Aus. Der hat Auswärtssieg in Barcelona mit 5:2. Ja, und sie kommen jetzt ein bisschen rein. Sind jetzt drin in der Saison auf jeden Fall. Gezeigt hat, ist er natürlich unverzichtbar für die Mannschaft. Heute hat er mit dem Doppelpack wieder einmal seine gute Form bestätigt und natürlich großen Anteil am Sieg seiner Mannschaft. Ja. So. SpongeBobby. So, nächste Folge schon wieder schneiden für die. So, okay. Interview brauchen wir nicht. Und wir, liebe Leute, sehen uns in der nächsten Folge wieder. Guck mal gerade, was da so ein bisschen. Ja, knie ich mal ein bisschen weiter rein, ist okay. Es ist halt einfach mal ein bisschen was.
ausprobiert. So, nächster Gegner ist dann Real Sociedad, das Derby. Oh, wir sind schon 5 Punkte vor Atletico, weil die unentschieden gespielt haben hier im Spiel. Ja, ich glaube, diese Niederlage hat tatsächlich sehr weh getan. Also, wir sind jetzt mit 32 Punkten ganz vorne. Und in der nächsten Folge sehen wir uns wieder und dann geht's zum Derby gegen Real Sociedad, San Sebastian, die wir ja ein bisschen leer gekauft haben. Die haben wir jetzt auch ein bisschen ab, haben ein bisschen, ja, sich ein bisschen abhängen lassen. So rum ist es richtig. Der erste gegen den sechsten. Und Real immer noch nur Platz 7. Also die sind echt komplett raus, ist ja momentan. Da hätte ich auch nicht gedacht, dass die Truppe, die spielen jetzt gegen Valencia. Und, ja. Irgendwann mal gerade im Oktober. Wir haben ja schon mal wieder Transferfenster, ne? Also 2 Monate noch jetzt. Wir sind jetzt im November schon. Wir haben 3-2. Wie viel haben wir denn jetzt in Folge gewonnen eigentlich mittlerweile? Zelt da unentschieden. Und im August haben wir ja auch nur 2 unentschieden drin, ne? 0-2 Elche. Mai. Na gut, das ist der nächsten Monat, ne? Ich guck mal gerade wegen Wochenterminplan, ich guck mal gerade wegen dem Kalender, wie weit wir jetzt mittlerweile Folge alles gewonnen haben. September, August, September, hier. August. Ja, unentschieden gegen Retafe, das weiß ich. Ich habe ja 2 Unentschieden mit drin. 5-0, 7-1, 2-2 gegen Villarreal, genau. Und seitdem haben wir, glaube ich, alles gewonnen jetzt mittlerweile. Real 3-2, 6-3 Rayo, davor das 5-1 gegen Almeria. Damit habe ich ja angefangen jetzt mit dieser Aufnahmesession. Also 3-mal in Folge, jetzt mindestens 5 Tore. Ja, 4 Siege, 5 Siege in Folge, oder? Das ist richtig, ja, 5 Siege in Folge haben wir jetzt mittlerweile, ja. Also es sieht gut aus, seit dem Spiel gegen Real. Haben wir es soweit ein bisschen im Griff. Wie gesagt, nächstes Duell ist ja das Derby. Und dann schauen wir mal, was Sache ist. Wir sehen uns dann wieder. Ich freue mich, wenn ihr einschalten würdet hier bei Let's Play FIFA 23. Und dann geht's gegen Real Sociedad. Also morgen wieder, wenn ihr Bock drauf habt. Tschüssi.